Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar gibt es heute von mir einen schönen Haul. Und zwar von zwei verschiedenen Läden. Einmal vom Pick und Glockenburg und einmal vom New Yorker. Und wir fangen erstmal mit die wenigstens und danach gehen wir weiter. Also machen wir einfach weiter. Ich lege jetzt direkt mal los. Und zwar habe ich mir, ich hole die einfach raus, die Tüte. Dann geht es auch alles schneller. Und zwar habe ich mir diese tollen Jeanshose gekauft. Ich fand die Farbe sehr schön. Das ist einfach so eine enge. Der sieht so ein bisschen hier. Ich zeige euch mal von unten, wie das aussieht. Der war im Angebot. Ich fand den ganz schön vom Stoff her, Stretchstoff. Und der sieht vielleicht ein bisschen breit aus, aber angezogen sieht er leider nicht so aus. Es sieht wirklich eng aus. Also was heißt leider? Er sieht wirklich sehr gut aus angezogen. Und ich gehe so ein bisschen nah, da könnt ihr die Farbe auch gut erkennen. Ich habe den auch anprobiert, deswegen ist auch Knopf offen. So sieht das aus und wie gesagt, der Stoff ist ganz schön und der war reduziert. Die haben zurzeit wirklich ganz schöne Angebote. Der hat, glaube ich, irgendwas mit 20 Euro gekostet. Ich habe jetzt den Preis abgemacht, aber ich habe so im Kopf noch 19 Euro und noch was. Deswegen habe ich den auch direkt mitgenommen. Auch wenn das jetzt teurer wäre, hätte ich auch direkt mitgenommen, weil ich fand den Stoff ganz schön. Deswegen. Dann habe ich mir hier nochmal von Guess dieses schöne T-Shirt gekauft. Ich fand die ganz schön süß. Das ist jetzt, das sieht wie weiß aus, aber das ist keine weiße Farbe hier, die Streifen. Das sind das ist so ein Altrosé-Weiß. Ich gehe so ein bisschen nach, vielleicht könnt ihr das besser erkennen. Und der ist auch ganz schön süß. Und vom Stoff her ist er ganz schön weich und dünn, jetzt nicht so dick. Und der ist, der hat, glaube ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Vielleicht kann ich das hier auf dem Kassenbon sehen. Dann kann ich euch noch besser dazu was dazu sagen. Ja, der hat 34,99 gekostet. Und hinten, ich zeige euch mal von hinten, wie das Ganze aussieht. Und ich freue mich voll auf diesem T-Shirt. Dann machen wir zu dem dritten Oberteil weiter. Ich habe mir diesen süßen Kleid gekauft von Adidas. Das, ich mache das so. Ich fand die Farbe sehr schön. Ich gehe so ein bisschen nah. Und der geht so bis zum Knie. Ich bin zwar klein, aber bei mir geht er bis zum Knie. Und hinten fand ich das ganz schön. Seht ihr das? Ganz schön. Und vom Stoff her ist auch ganz schön. Das ist hier die Größe 40. Ich wollte das jetzt nicht so eng haben. Ich wollte einfach, also M, denke ich mal, war das jetzt. 40 steht, also M. Ich wollte das einfach so ein bisschen, wenn es wärmer ist, dass man nicht so eng in diesem engen Kleid rumsitzt. Nein, ich mag das, wenn das eher so luftig und fluffig ist. Deswegen habe ich mir ein bisschen breiter und größer genommen und ich freue mich voll drauf. Und diese süße Kleid hier vom Adidas hat, ich guck mal eben nochmal, ja, Adidas Kleid, der hat 34,99 gekostet. Dann machen wir einfach weiter. New Yorker jetzt Haul. Weiter. Die Sachen jetzt, was ich mir gekauft habe. Ich habe mir diese Leggings gekauft. Ich fand den ganz schön. Einfach jetzt für zu Hause. So sieht das aus. Ich gehe mal so ein bisschen nah. Die Farben fand ich ganz schön. Schwarz, Rot, Weiß, wie immer. Und der hier war im Angebot. Der hat davor 9,99 € gekostet. Und jetzt nur noch 6,99 €. Das hat auch ganz schöne Angebote. Und das ist so ein langer Leggings. Jetzt keine kurze. Deswegen habe ich den einfach mitgenommen. Ich mache jetzt ein bisschen schnell, sonst dauert das Video zu lange. Dann habe ich mir noch einen zweiten Leggings genommen und der sah so aus. Hier oben gestreift und unten ist so eine Schrift dran. Und vom Stoff her ist ganz schön und der ist so ein bisschen stretchmäßig. Also das, versteht ihr, was ich meine? Wenn man so ein bisschen pummelig ist, jetzt wie mein Körper jetzt, dann würde ich eher lieber so einen Stoff empfehlen. Auf jeden Fall, der hat 9,99 € gekostet und das hier ist die Größe L, aber der sieht wirklich wie Größe S aus. Ich weiß nicht warum. Ich habe den anprobiert und was einfach, ich fand den ganz gut, also obwohl da die Größe jetzt irgendwie komisch dran steht. Dann habe ich mir diese Jogginghose gekauft, einfach jetzt so eine leichte für zu Hause auch. Hier unten ist das so ein bisschen eng und der ist weich und der ist so, wenn man so guckt in den Licht richtig, ist ein bisschen durchsichtig, aber ist ja nicht schlimm. Ist eh für zu Hause. Und hier sind schöne Taschen. Und der hier hat 9,99 € gekostet und das ist hier die Größe M.
Und der sitzt auch ganz gut. Nicht zu eng und nicht zu breit und perfekt. Dann habe ich mir noch diesen süßen Shorts gekauft. Ich gehe so ein bisschen nah. Ich fand die Farbe ganz schön und so einfach weich und kuschelig Stoff sozusagen. Das ist hier die Größe M und ich habe den Preis abgemacht und ich habe hier keinen Kassenbon. Ja, auf jeden Fall, der war reduziert. Ich will jetzt nicht Falsches sagen. Ich glaube, aber unsicher, 7 Euro hat er ungefähr gekostet, aber ich bin mir wirklich unsicher. Deswegen machen wir Fragezeichen. Ich weiß wirklich nicht mehr richtig. 100% bin ich mir nicht sicher. Dann habe ich mir diesen tollen, schönen, süßen Nachthemd gekauft. Das ist so eine schwarz-rosé mit so einem Pünktchen. Ich liebe diesen Stoff und der ist so geschnitten. Und richtig schöner Stoff. Und das ist die Größe M und der kostet 14,99 €. Und diese Schlüsselanhänger, zuletzt habe ich mir den auch gekauft. Ich habe mir direkt 2 Stück mitgenommen. Eine habe ich schon benutzt, also habe ich schon Schlüssel dran. Und das hier, die zweite, die habe ich einfach jetzt gelassen, damit ich euch das zeige. Davon gab es auch in andere Farben, aber ich wollte einfach diesen Mauve Alt Rosé Farbe. Und die Größe finde ich ganz schön und der ist richtig kuschelig. Und der hier hat 2,99 € gekostet. Wie gesagt, also da gab es auch in Weiß, in Rot und so andere Farben, glaube ich. Aber ich wollte unbedingt den hier haben. So ihr Lieben, das war jetzt mein Einkauf. Ich freue mich voll auf die Sachen. Die kann ich auch langsam waschen und anziehen sozusagen. Ich sag mal, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das Video euch gefallen hat, würde ich mich gerne nach einem Daumen freuen. Und ich sag mal dann bis zum nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und alles Liebe. Bye, bye.